Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms Reborn. Schön, dass ihr dabei seid in unserem riesengroßen Städtchen. Wow. Ja, wir können eine Straße von Norden nach Süden einfach mal querbeet, ja, nach unten hin bauen. Total cool, dass wir jetzt doch schon so viel an Land dazu gewonnen haben. Und ja, es wird nicht enden. Es hört nicht auf. Das ist voll super. Ja, wie soll es weitergehen? Ich habe keine Ahnung. Wir haben jetzt hier mal noch zwei Häuser gebaut, damit sich die Produktions- oder also die Arbeiter hier so ein bisschen stabilisieren und nicht so weite Wege haben. Wobei die hier natürlich nicht ganz so weit weg sind, aber ich weiß natürlich nicht, was jetzt noch so auf uns zukommen könnte. Das könnte man dann eventuell hier mit hinbauen, sodass die Arbeiter von hier dann von dort bezogen werden und. Genau, unsere ja, Brotproduktion läuft auch super gut. Wir haben ja inzwischen nicht mehr ganz so viel Mehl, das ist super, aber wir haben ultra viel Weizen. Das ist ja, ich bin bisher sehr zufrieden. Wir können, glaube ich, mal wieder ein bisschen Bier verkaufen. Trade. Wo ist es denn Bier? Wir verkaufen minus 200. Genau. So, und dann gucken wir uns doch mal die nächste Karte an. Okay, das ist, weil wir jetzt noch nicht Cancel gemacht haben. Deswegen können wir da nochmal aussuchen. Okay, alles klar. Ja, der liebe Pascal hat geschrieben, ob es nicht vielleicht doch besser wäre, diese Geburtenratenkarte zu nehmen. Und es ist ja so, wir haben ja hier ewig viel. Plus so und so viele Münzen. Und ich meine, wir haben bald an die 100.000 Münzen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir wirklich so viele Münzen brauchen. Oh, Pottery. Okay, dann sollte ich hier anfangen, die hier wieder zu bauen, weil sonst wird das schwierig. Tatsache, ich habe vergessen, einen nicht bauen zu lassen. Und jetzt haben sie den gebaut und na gut. Dann müssen wir jetzt natürlich auch dafür sorgen, dass genug Butter da ist. So, also warten wir jetzt einfach mal, bis diese ja, bis das kommt, diese Karte. Und dann gucken wir uns das nochmal ein bisschen genauer an. Oh, achso, Homeless, genau. Nein, das macht nichts. Da bin ich im Moment sehr schmerzbefreit, was das angeht. Das passt halt hier schon gut hin, ne? Ich glaube, hier ist auch ein Warenhaus. So, dann machen wir das da noch mit hin. Und dann gucken wir mal. Ja, der Markt hat im Moment nicht wirklich viele Leute. Das ist aber halt, denke ich, auch nicht so schlimm. Ja, uns fehlen halt 20 Arbeiter, ne? Wir müssten also eigentlich noch mal ein bisschen expandieren, was so, ja, die Wohner angeht. Ich meine, Essen läuft bisher ganz gut. Ich denke, es ist jetzt auch nicht allzu schlimm, da nochmal das ein oder andere Haus mit hinzubauen. Hoffe ich zumindest. Was haben wir hier? Hier ist nochmal eine Windmühle, die da nochmal gebaut werden kann. Ach, zumal wenn wir die Potteries jetzt hier dann fertig haben, haben wir ja wieder so viele Arbeitskräfte, die wir brauchen. Wir werden mal jetzt dann, das ist jetzt Early Summer, okay, wir werden mal nächste Saison, glaube ich, nochmal ein Feld eventuell austauschen. Das müssen wir uns dann mal anschauen. Gut, ressourcenmäßig sieht es aber ganz gut aus. Eventuell könnten wir nochmal einen Charcoaler bauen. Die kommen eigentlich ganz gut hinterher. Und es ist halt, ja, brauchen natürlich wesentlich mehr. Aber die Minen stehen alle. Also, gucken wir mal. Und 6000 Kohle haben wir noch. Da müssen wir dann mal gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell Sinn machen könnte, ja, dass man hier unten in dem Bereich nochmal so den einen oder anderen, ja, Holzfäller und Charcoaler halt hinzusetzen,
um da einfach gut abgedeckt zu sein. Ich meine, die brauchen ja auch alle Kohle für ihre Produktionen. Das ist natürlich nicht gerade wenig, ne? Wie viel man da dann braucht. Wir setzen mal eine Brücke hier rüber. So. Und dann setzen wir nochmal eine Straße. Jetzt habe ich tatsächlich daneben getippt, ne? Ups. Naja, gut, was soll's. Ja, Steine haben wir genug, Ton haben wir genug, Bricks haben wir inzwischen eine ganze Menge. Wolle haben wir. Das ist doch mal. Ui, holy. Okay. Hier gibt es vier von den Wildschweinbaus. Da wäre ja fast zu überlegen, ob man da dann nochmal umsetzt oder sich nochmal einen Hunter sucht, der hier direkt davor platziert wird. Ich denke, wir werden hier auch nochmal Häuser hinpacken müssen, da die Arbeitskräfte sonst zu weit sind. Mal gucken. Hier. Ja doch, eigentlich. Ah, hier könnte man auch. Okay. So, ich überlege halt, dass man hier einfach nochmal so ein paar Farmen hinbaut. Hier kommt ja die Windmühle hin. Das heißt, hier kann man auch nochmal Farmen hinbauen und die Produktionen kommen dann hier rüber. Achso, das ist aber das Warenhaus. Warum habe ich denn das da hin platziert? Das ist ja dann totaler Quatsch mit der Windmühle hier, ne? Das macht ja so gar keinen Sinn. Wir reißen die Windmühle nochmal ab. Und was wir dann hier hinsetzen, sind dann die Farmen für Salat oder mal gucken, was es dann noch alles gibt. Und dann schauen wir auf alle Fälle mal. Orangen sieht super aus. Da haben wir keine Probleme. Pilze sehen super aus. Fischbrot hält sich halt so ein bisschen in Grenzen. Da muss man dann mal gucken, was es noch für Nahrungsmittelproduktionen gibt. Die Kettle, ich glaube, ich könnte ja jetzt auch Rinder züchten. Das ist natürlich eine schöne Sache, ne? Da gucken wir mal. So, hier hätten wir den Forester, die Hunter, den Hunter und nochmal eine Schweinefarm. Nehme ich das mit? Ach, ich bin immer so, das könnte noch kommen, ne? Aber dann kommt wahrscheinlich gar nichts Gescheites. Aber ich habe ja gesagt, eigentlich nicht. Ich hätte gerne einen Hunter und einen. So, warte mal. Halt. Genau. Ich habe ja gesagt, ich hätte gerne einen Hunter. Und von daher wäre es schon ganz gut, wenn man den jetzt einfach mitnimmt. So. Nee, wir machen den doch auf die Seite. Genau. So. Und den Förster setzen wir dann hier hin. Ja, das ist, denke ich. Wir können noch ein bisschen. Wie ist die Fertility? Lass uns mal schauen. Ah, okay, die ist hier unten sowieso nicht so gut. Die ist eher hier oben, dass wir hier oben dann nochmal die Felder hinmachen. Passt es mit dem Förster hier unten ganz gut, denke ich. So, dann könnte man hier auch nochmal einen Orangen, hier so einen Fruit Gatherer hinmachen. Und hier wäre durchaus die Überlegung, ja, schade, dass du mir das nicht zeigst, ne? Ja, gut. Was man machen könnte, wäre, dass man einfach sagt, man baut hier halt die Windmühle noch hin, weil es geht ja darum, dass Weizen zu Mehl produziert wird. Ne? Das ist ja eigentlich so das Einzige, warum, wieso, weshalb. Nur da geht es ja gar nicht groß um die Effizienz, meiner Meinung nach. So. Ja, die sollen ja einfach nur Mehl produzieren. Und wenn wir hier auf der Seite noch ein paar Farmen hinbauen mit hier Salaten, dann können wir hier die zwei Felder wieder auf Weizen umswitchen. Dann kann man hier nochmal ein paar Bäckereien hinsetzen. Hier kann man nochmal eine Farm hinbauen. Und ja, das
müsste doch dann eigentlich ganz gut passen. Hier unten kommen dann noch mal ein paar Cabbage hin. Die werden wir, denke ich, dann darüber setzen. Sobald es sich ja, anbietet. Und eventuell, ja, wäre es noch mal eine Überlegung, dass man hier noch mal eine Windmühle hinsetzt. Wenn wir jetzt eine Windmühle hier unten, dann hat man hier nämlich auch noch mal eine gute Effizienz. Und die kann man auch mal richtig produzieren. Und dann werden hier nur Bäckereien hingebaut. Und die Produktion von Früchten und so, die switchen wir einfach so ein bisschen nach links. Also das wäre, denke ich, jetzt ein Projekt, das könnte man demnächst durchaus angehen. Und das halt alles so ein bisschen nach hinten verlagern. Ne? Hier ist ja eigentlich genug Wald und wieso steht da? Ach so, wegen dem Weg. Ach, ich dachte gerade. Ich denke, das würde sogar durchaus Sinn machen, das dann in Betracht zu ziehen. So. Cold Treatment. Nee, ja. Das würde mich interessieren. Das zählt wahrscheinlich dann auch nur für die Häuser, ne? Also wahrscheinlich heißt es nicht, dass man dann in den Produktionsstätten weniger Kohle brauchen könnte. Interessant wäre es schon zu wissen. So, dich nehme ich auf jeden Fall jetzt mal mit. Medizin. Medizin sieht eigentlich auch noch echt gut aus. Ich denke, mit drei Medizin-Herstellern reicht's. Nennen wir sie Apotheken. Eine Library, die nehmen wir schon mit. Die soll dann zu den anderen Häusern kommen. So, ne, jetzt steht hier schon Häuser zu weit weg. Das ist natürlich logisch. So, jetzt machen wir den Fruit Gatherer noch hier daneben. 125, das ist doch super. So, und weil wir ja so viel Zeug haben, hole ich mir die Gebiete einfach gleich mal mit. Jetzt kriegen wir Crates, Kohle, Holz oder Töpferwaren. So, ist natürlich die Frage, was brauchen die wirklich drei verschiedene Luxusgüter aus dem Einser? Ich glaube nicht. Ich meine, die freuen sich wahrscheinlich. Aber ich würde wieder die Kohle nehmen, denn Kohle ist wirklich was. Davon können wir nicht genug haben. So. Und dann nehmen wir das auf jeden Fall auch noch mit dazu. Und das nehmen wir noch mit dazu. Juhu, Cotton Seeds. Was mich interessieren würde, kann ich die jetzt nur da anbauen oder kann ich die auch woanders anbauen? Ne? Ich meine. Nee, tatsächlich müssten wir die dann irgendwo hier hinbauen. Ah ja, alles klar. Müssen wir mal gucken, wie wir dann wahrscheinlich dann, genau, das wir hier, ne? Hier müssten wir dann die Kotten. Ah ja, genau, also hier kommt dann Baumwolle hin. Okay. Das kriegen wir hin. So, wir verkaufen mal die Mushrooms. So. Jo, okay. Gut, dann wissen wir schon mal Bescheid. Hier oben kommt dann auf jeden Fall Baumwolle hin. Und das macht sich, glaube ich, ganz gut. Da hier ja die zwei Schafsfarmen sind, hier kommt dann Baumwolle hin. Und dann kann man hier wunderbar die ganzen Schneidereien mit hinbauen. Ich dachte nur, da hatte ich noch Taylor. Okay. Ja, da closes book. Ah, fashionable closes. Okay. Ja, kann man. Okay, interessant. Mich würde interessieren, was die dann brauchen, ne? Hier wird es dann aber, denke ich, einmal Leder und einmal zweimal Wolle sein. Weil hier haben wir auch direkt die Cotton Seeds. Ah, hier ist nochmal eine Rinderzucht. Die ist, glaube ich, ganz gut. Und nochmal, wir nehmen nochmal einen Hunter mit. Und nochmal einen Taylor. Genau, weil wir haben hier unten so viel Wild, dass es
Ja, guck mal, was hier an Wild rumläuft, ne? Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir hier unten einfach die Produktion hinpacken mit Früchte und sowas. Und gucken mal. Hier ist es jetzt auch gar nicht so schlimm, wenn die sich so ein bisschen überlappen. Meiner Meinung nach, weil hier so viel ist. Gut, aber wie ihr seht, wir müssen definitiv Häuser bauen. Das ist so ein bisschen. Eigentlich ist hier jetzt so Grape. Genau hier können wir scheinbar dann die Weintrauben anpflanzen. Wobei ich mich frage, die Fertility ist hier jetzt nicht unbedingt hoch, ne? Also da muss man dann irgendwie gucken, dass man wirklich diese hellgelben Bereiche nimmt und hofft, dass es gut wird. Oder die haben eine andere. Ja, da ist die Wichtigkeit anders von der Fertilität. Ich weiß es nicht genau. Wir finden es heraus. Das ist das Schöne. Wir sind jetzt in einem Bereich, den wir bisher noch nicht kennen. Das macht es halt gerade super spannend, ne? So, warte mal. Wir müssen dann ja eigentlich schon. Was? Mariah died from starvation. Okay. Das ist etwas, das verstehe ich nicht. Ich meine, wir haben fast 20.000 Essen. Also irgendwo, ja. Verstehe ich nicht. Weil eigentlich Lagerhäuser habe ich ja überall. Sehr, oh, wir können, wuhu. Wir haben das Theater erforscht. Sehr schön. Toll. Extra Hauseinkommen. Ja, das ist alles. Ja. Ja, ich möchte das Theater unbedingt mitnehmen. Okay, warte, warte, wir müssen hier mal die Häuschen ausmachen. Und zwar, das pflanzen wir jetzt irgendwo hier so mittendrin hin. Oh, schön. Wo haben wir denn richtig viele Häuser? Hier haben wir eine Menge. Und da könnte man hier eventuell auch nochmal, oder? Hier macht es schon Sinn, das hier hinzupacken, ne? Aber hier haben wir gerade 12 Häuser, die davon profitieren. Aber dann setzen wir das auch auf die Seite, dann haben sie es nicht so weit. Ui, schön, wir haben jetzt ein Theater. Das ist ja toll. Kettles, genau. Rinder. Rinder gehen natürlich auch nicht in der Wüste. Vielleicht müssen wir hier hinten doch noch mal ein bisschen mehr machen. Aber ich wollte jetzt eigentlich nicht. Oh. Hier würde sie tatsächlich hinpassen. Das ist ja cool. Dann machen wir sie halt auch hin. Dann haben sie hier hinten auch gleich nochmal ein bisschen, ja, Variationen an Essen. Hier passt es nicht ganz rum. Na, ist schade, aber gut. Ah, geht. Nicht ganz. Aber gut. Vielleicht können die sich da irgendwie so ein bisschen vorbeischleichen. Ja, homeless, homeless, homeless. Master Potter, den. Rogers gain 20% Effektivität. Ich glaube, wir machen das jetzt mal so. 30 Einkommen, das ist halt. Die ist am Anfang total super, die Karte, aber inzwischen brauchen wir sie halt echt nicht. Und ich denke, dass wenn wir eine 20% bessere Effektivität auf die Töpferwaren haben, ne? Dann geht es halt alles, dann kann man halt bedenkenloser auch Bier verkaufen und sich darüber halt wieder, ja, sein Gold verdienen. Sie hätten dann ja noch die Möglichkeit, sich Töpferwaren zu holen. Und von daher, es gibt tatsächlich kein Mehl mehr. Okay. Also gut, wir haben noch wahnsinnig viel Weizen. Ich denke, es sollte vielleicht dann doch mal sein, dass die Windmühle ein bisschen schneller gebaut wird, damit sie besser vorankommen. So, was haben wir dann? Immigrations? Ja, für später dann, wenn wir ein paar. Und jetzt kommt natürlich die Karte nicht, die man gerne hätte, ne? Es ist ja immer so, ne? Ich bin mir gerade.
Der Markt ist halt eigentlich super, ne? Aber der braucht wahnsinnig viele Arbeiter. So, wir nehmen jetzt mal nur den Food Gatherer mit. Und den packen wir direkt hier unten hin. So. Okay. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Wie immer enden wir natürlich im Winter. Wie könnte es auch anders sein? Ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und da ist ein schwarzes Schaf. Nein, ich dachte gerade, es wäre ja witzig gewesen, ne? Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge zu Kingdoms Reborn wieder. Seid dabei, wenn wir zu größeren Bereichen übergehen und alles ändern und neu machen. Und oh mein Gott, das ist so schön und toll. Und ja, also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.